Ja, wie rechnet man den Umfang eines Kreises aus? Das funktioniert folgendermaßen. Also hier sehen wir einen Kreis mit dem Radius R gleich 3. Der Umfang des Kreises ist die blaue Linie, also praktisch der Weg, den eine Ameise zurücklegen würde, wenn sie vom roten Punkt einmal um den Kreis herumlaufen würde, bis sie wieder den roten Punkt erreicht. Wenn ich jetzt diese blaue Linie von dem Kreis abrolle, indem ich den Kreis einmal so verschiebe, dann bekomme ich diese Länge. Das ist jetzt der Umfang, der auf dem Boden liegt. Und wenn ich jetzt den Umfang durch ja, zweimal den Radius teile, was ja dann gerade der Durchmesser ist, dann bekomme ich die Zahl Pi. Das ist 3,14 ungefähr. Das ist natürlich eine irrationale Zahl. Ja, das kann man benutzen, um jetzt den Umfang von Kreisen auszurechnen, wenn man den Radius kennt. Also, ich habe dieses Verhältnis U durch 2r ist gleich Pi. Das hier ist r. Und multipliziere mit 2r. Dann bekomme ich die Formel U ist gleich 2 mal Pi mal r. Okay, also Beispiel. Wie groß ist der Umfang eines Kreises, wenn, sagen wir, der Radius 12 beträgt? Dann rechne ich aus, U ist gleich, nun 2 mal Pi mal, und jetzt kommt R, also 12, und das ergibt 2 mal 12 ist also 24 Pi. Das kann man jetzt noch als Kommazahl ausrechnen, gerundet auf zwei Stellen hinterm Komma. Und dann bekommt man 75,40. Gut, schauen wir uns an, wie man die Fläche eines Kreises ausrechnet. Die Fläche eines Kreises A ist ja diese ganze blau gefärbte Fläche, die man hier sieht. Der Radius, der ist hier wieder eingezeichnet, der ist R. Und wir haben jetzt schon gelernt, der ganze Umfang eines Kreises, der ist 2 mal Pi mal R. Ja, das brauchen wir gleich noch. Jetzt wollen wir gerne diese Fläche so ungefähr ausrechnen. Und das kann man machen, indem man den Kreis in lauter so Pizzastückchen einteilt. Hier sind das 16 Pizzastücke. Wenn man diese Stücke anders hinlegt, dann bekommt man diese Fläche, die hier gezeigt ist. Und die sieht ungefähr aus wie ein Rechteck. Man kann sich vorstellen, wenn man die Anzahl der Kreissegmente, also der Pizzastücke, erhöhen würde, dann würde das immer mehr wie ein Rechteck aussehen. Und wenn man das machen würde, dann hätte man an dieser Seite den Radius. Das ist also R. Und naja, das hier ist jetzt praktisch die Länge des Kreises außen. Aber nur für die Hälfte der Pizzastücke, weil die Hälfte hat ja ihr Außenteil oben und die andere Hälfte unten. Ich könnte jetzt also mal sagen, das hier sind alle Pizzastücke, die den Außenteil oben haben. Und das ist dann gerade der halbe Umfang. Und die Hälfte des Umfangs, also die Hälfte von 2 Pi r,
ist ja gerade Pi mal R. Okay, und ein Rechteck kann man ausrechnen, indem man Länge mal Breite rechnet. Also, wenn man sich das jetzt weiterdenkt, dann findet man raus, dass man ja, R mal Pi mal R rechnet. Und wenn man das zusammenfasst, dann bekommt man Pi mal R, also Pi mal R zum Quadrat oder hoch 2. Okay, machen wir ein Beispiel. Wir haben jetzt wieder einen Kreis mit dem Radius R gleich 12 und wir wollen wissen, wie groß eigentlich der Flächeninhalt ist. Naja, was muss ich ausrechnen? A ist gleich Pi mal R Quadrat oder R hoch 2, also Pi mal 12 hoch 2 und das ist 144 Pi. Das kann man jetzt noch ausrechnen als Kommazahl, gerundet auf zwei Stellen hinterm Komma. Und man bekommt 452,39.